Moin Moin, wir sind hier bei mir in meinem Morsumer Bauerngarten und das ist echt richtig wildes Areal. Wir machen heute einen Gartenkräutersalat. Da gibt es Gundermann drin, da gibt es rote Melde drin, da gibt es römische Ampfer drin. Alles Dinge, die ihr kennt oder dann jetzt auch kennenlernt. Wir machen auch eine Vinaigrette hier im Garten, eine ganz besondere Gemüse-Vinaigrette. Die ist ganz einfach herzustellen. Ich zeige euch, wie es geht. Erst gehen wir mal in den Garten, müssen ein bisschen was ernten und dann zeige ich es euch. Ja, das wuchert eigentlich. Vorher hat man ja gesagt, man hat Unkraut im Garten. Heute sagt man, man hat Wildkräuter im Garten. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das Wichtige ist halt, dass man Kräuter nimmt. Oder auch wenn man auf Wiesen oder Waldwegen sammelt, wo kein Hundeauslauf gebietet ist. Schon mal das Erstwichtigste. Und dann ist es so, dass man eben auch nur die jungen Triebe sammeln soll. Grundsätzlich eigentlich. Und man findet überall etwas. Es gibt nicht ein Kraut, wo man sagt, das muss es nur sein, damit ein Salat irgendwas wird. Sondern es ist einfach die Mischung aus vielen verschiedenen Sachen. So, ich habe mir einen schönen Tisch vorbereitet. Wir kochen heute mal wirklich im Garten. Wir machen einen Gartenkräutersalat. Wir brauchen keinen Strom, kein Herd, nichts, gar nichts, sondern einfach unsere Utensilien, die wir geholt haben. Und wir brauchen natürlich eine Vinaigrette. Und das ist ein Hauptpunkt, den wir heute haben. Wir machen nämlich eine Salat-Vinaigrette. Auf Basis von Rettichsaft. Und das geht ganz einfach. Man nimmt einfach eine schöne Reibe. Rettich, man kann auch Radieschen nehmen, man kann Kohlrabi nehmen. Wichtig ist, dass es fein geraspelt wird. Und jetzt könnt ihr schon sehen, ich habe hier ein ganz feines Püree. Ich nehme das mal alles raus. So, zweite Schüssel. Jetzt nehme ich das wirklich einmal in die Hand. Ansonsten machen wir das im Passiertuch. Und jetzt drücken wir das aus und jetzt guck mal, was da alles rauskommt. Ich habe noch ein Sieb genommen, damit wirklich auch die Krümel alle raus sind. Wichtiger Punkt, wenn man Flüssigkeit hat, bitte erst die Flüssigkeit mit den Gewürzen mischen und noch kein Öl dazu machen, denn wenn das Öl schon dabei ist, dann lösen sich die Gewürze sehr schlecht aus. Kleine Prise Zucker, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, das war's schon. Einfach umrühren, das lassen wir mal kurz stehen. Dann machen wir da Öl dazu und wir nehmen nicht eine Sorte Öl, wir nehmen zwei bis drei verschiedene Sorten Öl. Sonnenblumenöl, Traubenkernöl und Rapsöl. Das sind für mich die wichtigsten Bausteine bei einer schönen Vinaigrette. Und dann ist auch wichtig, von allem ein bisschen, von nichts zu viel. Das ist eigentlich so der Kern der Geschichte. Aber wir wollen hier kein Ölbad machen, ne? Und dann haben wir eine wunderbare Mischung. Dann fehlt uns noch ein bisschen Säure. Zitrone kann man natürlich nehmen. Ich habe ein bisschen Gurkenessig. Am besten ist übrigens, wenn man den Daumen oben drauf macht. Zack. Basis-Vinaigrette. Perfekt. Das sieht gut aus. Das lassen wir mal stehen. Jetzt bereiten wir unsere Rübchen vor. Wir haben Radieschen, wir haben Karotte, wir haben Navette, wir haben Rettich. Das ist ein Kuhfrischkäse. Man kann Ziegenkäse nehmen, man kann Ziegenquark nehmen, man kann sich einen Kräuterquark zusammenrühren. Ich finde es eigentlich besser, wenn es nicht gewürzt ist, wenn es nicht mariniert ist. Dann schmeckt man nämlich genau das, was diesen Käse ausmacht. Das ist so leicht säuerlich. So, dann habe ich hier ein paar Spargelspitzen. Dann machen wir von unseren Radieschen was dazwischen. Es ist ein Rohkostsalat. Ein Rohkostsalat mit ein bisschen Frischkäse drin oder Quark drin. Und er lebt davon, dass die Sachen einfach unschlagbar frisch sind. Jetzt kann man schon sehen, das wächst zu so einem kleinen Gesteck zusammen. So, und jetzt komme ich mit meiner Vinaigrette. Vorsicht, immer umrühren. Das Öl setzt sich oben ab. Nicht, dass wir hier nur eine Ölung haben, sondern eben auch dieser Rettichsaft. Ein paar wunderbare Öltropfen drauf von diesem Rapsöl. Kleine Prise Salz kommt da drauf. Und dann machen wir noch ein ganz klein bisschen Pfeffer drüber. So, voilà. Und da haben wir jetzt einen wunderbaren Gartenkräuter-Gemüsesalat. Bisschen Rohkost, bisschen herzhafte Kräuter. Eine fantastische Vinaigrette. Lasst es krachen. Viel Spaß euch beim Kochen und auf bald. Tschüss.
In meinem nächsten Video geht's mal wieder an die Basis. Wir pickeln Gemüse. Wie einfach und effektvoll das geht, wird euch überraschen.